Ja, Tine, ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist für dich ein vertrauter Ort. Du bist Mitglied im Aufsichtsrat, Mitglied in der Grünen Akademie, aber eben auch Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Kiel mit dem Schwerpunkt politische Theorie. Wir haben dich eingeladen, um mit dir über das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder zu sprechen und den daraus entstandenen Verfassungsentwurf. Du bist Zeitzeugin, denn du warst damals Geschäftsführerin dieser ersten deutsch-deutschen Bürgerinitiative. Ja, lass uns ins Jahr 1990 zurückblicken. Im Laufe dieses Jahres wurde ja sehr schnell klar, die Wiedervereinigung wird ein Fakt, sie wird kommen. Und er stellte sich dabei die Frage, wie. Das Grundgesetz sah für die Wiedervereinigung zwei Optionen vor. Einmal den Beitritt der DDR zur BRD gemäß Artikel 23 bei Beibehaltung des Grundgesetzes oder gemäß Artikel 146, der vorsah, dass sich das Volk als konstituierende Gewalt eine neue Verfassung gibt. Kannst du für uns die damalige Situation noch einmal einfangen und die Argumente der jeweiligen Positionen erläutern? Ja, viele argumentierten damals, dass nach diesem historischen Moment des Falls der Mauer jetzt das deutsche Volk, getrennt in zwei Bürgerschaften in Ost und West, die Gelegenheit haben müsste, sich zu verständigen über die gemeinsamen Grundlagen des Zusammenlebens. Es war im Grunde genommen das, was man in der Verfassungstheorie einen Constitutional Moment bezeichnet, also eine einmalige Chance, die so oft nicht würde wiederkommen. Dagegen stand aber die Perspektive derer, die am Grundgesetz festhalten wollten und die dieses Grundgesetz für so eine hervorragende Verfassung hielten, dass man das nicht leichtsinnig aufs Spiel einer offenen, breiten gesellschaftlichen Diskussion setzen wollte. Nun muss man aber hinzusagen, dass als diese sogenannte Artikeldiskussion, wie das denn seit Frühjahr 90 etwa hieß, aufbrandete, es ja schon vorher eine Verfassungsdiskussion gegeben hatte, wenn auch eine kleine, und zwar in der Noch-DDR. Die ostdeutsche Bürgerbewegung war der Auffassung, dass gewissermaßen für die Restlaufzeit der DDR, die ja im Winter 89, 90 nicht in Monaten, sondern eher in Jahren gedacht wurde, es in jedem Fall zu einer neuen Verfassungsgrundlage kommen sollte. Denn die alte Verfassung war das Papier nicht wert, auf dem sie stand. In der DDR gab es zwar formell eine Verfassung, sie hatte aber nicht die Bedeutung einer Verfassung, da die Politik nicht an das Recht gebunden war. Und die Bürgerrechtler hatten ja in der Tat es geschafft, eine Revolution zu initiieren. Und eine Revolution bedeutet immer, dass man einen vollkommen neuen Rechtsgrund setzt, also in keiner Weise an das alte legitimatorisch anknüpfte. Das war jedenfalls die Idee unter anderem von Wolfgang Ullmann, neben Gerd Poppe, einer der im Grunde der Spiritus Rector der ostdeutschen Verfassungsdiskussion. Und Ullmann und andere wollten nun, dass es für die Zeit, in der die DDR noch ein eigenes politisches Leben führte, eine neue Verfassung geben sollte. Und dafür setzte man am Runden Tisch eine Arbeitsgruppe ein, die Arbeitsgruppe Neue Verfassung des Runden Tisches. Und in dieser Arbeitsgruppe wurde ein Verfassungsentwurf ausgearbeitet, der auch die Erfahrungen der ostdeutschen Revolution aufgefangen hatte. So war dort zum Beispiel im Grunde das, was diese Revolution gekennzeichnet hatte, dass man nämlich miteinander sprach, dass man nicht im Konflikt und womöglich am Ende noch in Gewalt versuchte, unterschiedliche Sichtweisen zu lösen, sondern dass man in beratenden Verfahren zu einer Einigung kommen sollte. Das und vieles andere an wirklich revolutionären Erfahrungen schlug sich in dieser Verfassung nieder. Es kam aber dazu nicht. Die Volkskammer hat noch nicht einmal darüber befunden, was mit dem Verfassungsentwurf geschehen sollte, und hat das einfach abtropfen lassen, zur großen Enttäuschung derer, die das vorangetrieben hatte. Die Bürgerrechtler damals hatten ja auf ihren Plakaten stehen, Artikel 23, kein Anschluss unter dieser Nummer.
Und anderes, weil für sie deutlich war, dass sie in dem Vereinigungsprozess nur eine Chance würden haben können, ihre Vorstellung einzubringen, wenn es zu einer gesamtdeutschen Verfassungsdiskussion kommen würde. Das Grundgesetz kannte einen Schlussartikel. In diesem Schlussartikel 146 stand, dass das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung über eine Verfassung beschließen solle. Jahrzehntelang war in der westdeutschen Staatsrechtslehre dieser Artikel so interpretiert worden, dass, wenn es zu einer Vereinigung von Ost und West kommen würde, es dann auch eine neue Verfassung geben solle, über die dann im Wege dieses Artikel 146 entschieden wäre. Der Artikel 23 war im Grundgesetz, um hier eine Möglichkeit zu haben, dass das Saarland, was zu Beginn der Bundesrepublik noch nicht dabei war, die Chance hätte, beizutreten. Ja? Es war nie so gedacht, dass Artikel 23 oder 146 zwei Alternativen waren für den Weg zur deutschen Einheit. Das war dann allerdings die politische Konstellation, in der das 1990 diskutiert worden ist. Auf der einen Seite standen die Befürworter von 146, zu denen ich auch gehörte seinerzeit, die meinten, dass man nun in diesem constitutional moment tatsächlich Ost und West die Chance geben müsste, miteinander zu sprechen, was die Grundlagen des politischen Zusammenlebens sein sollte und am Ende auch darüber zu entscheiden. Und auf der anderen Seite standen die Befürworter von Artikel 23. Die hatten ihrerseits auch eine politische Initiative gestartet. Die hatten nämlich einen Aufruf initiiert, der in der Welt, im März war es 1990 erschien, den 100 namhafte Staatsrechtslehrer unterzeichnet hatten, dass also der Weg zur deutschen Einheit nach Artikel 23 stattfinden solle. Und so ist es auch passiert. Nicht die DDR als Ganzes ist übrigens beigetreten. Voraussetzung war, dass die DDR sich in Länder gliedert. Und diese Länder erklärten dann mit Wirksamkeit zu 0 Uhr 3. Oktober 1990 ihren Beitritt zur Bundesrepublik. Seitdem feiern wir diesen 3. Oktober als Vereinigungstag, der in Wahrheit nur ein verwaltungstechnisches Datum ist, wo aber niemand eine besondere Erinnerung mit verknüpft. Nicht so wie etwa am 4. November 1989, als es hier die große Demonstration in Ostberlin gegeben hatte. Oder der 17. Juni, an den sich alle erinnerten. Oder ganz zu schweigen natürlich vom 9. November. Der Beitritt der DDR erfolgte dann nach Artikel 23 und ein Kompromiss wäre ja dann gewesen, der Beitritt nach Artikel 23 und dann eine darauf folgende Konstituierung einer verfassungsgebenden Versammlung. Und es war ja dann auch so, am 16. Juni 90 trafen sich im Berliner Reichstag ca. 200 Menschen aus Ost und West und gründeten das Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Meine Frage ist, wer traf sich dort und mit welchen Motiven? Ja, das war eine interessante, illustre Versammlung. Ich erinnere mich noch genau, es war ein ganz warmer Junitag. Ich kam dafür extra nach Berlin. Und diese Versammlung traf sich im Reichstag. Da war ich persönlich noch nie gewesen. Und es war schon aufregend, in diesen großen Saal des Reichstags zu gehen und dort viele Gesichter zu sehen, die ich bislang entweder aus der belletristischen Literatur kannte, weil es sich um berühmte Romanschriftsteller handelte, oder aus der wissenschaftlichen Literatur, weil dort nicht minder bekannte Professorinnen und Professoren saßen, oder und vor allem saßen dort die Köpfe der Bürgerbewegung, die man im Fernsehen gesehen hatte, die dann die großen Reden bei den Demonstrationen gehalten hatten und die später auch am runden Tisch die Sache der Revolution vertreten hatten. Also, da waren Ulrike Poppe, da war Gerd Poppe, da war Marianne Birtler gewesen. Wolfgang Ullmann hatte gesprochen, Minister ohne Geschäftsbereich von den Ostdeutschen, viele andere mehr. Es war aber auch Günter Grass im Saal. Ja, und moderiert wurde die Versammlung von Lea Roos und von Ulrich K. Preuß. Lea Roos, Journalistin, damals bekannt, Ulrich K. Preuß, ein Professor für rechtliche Grundlagen der Politik und für Staatsrechtslehre, die nun die Aufgabe hatten, aus dieser Vielzahl an intellektuellen Politikerinnen und Bürgerinnen und Bürger, die da saßen, eine Initiative zu schmieden, die eben
sich zum Inhalt machte, eine Verfassungsdiskussion voranzutreiben. Ja. Wie sollte das nun heißen? Das war gar nicht so einfach. Die Idee war wohl die gewesen, es sollte einfach heißen Verfassungskuratorium. Im Laufe der Debatte kamen aber immer mehr Vorschläge, dass man das doch anreichern müsse. Schon damals war es so, dass einige wohl doch die Sorge hatten, wenn man jetzt eine ganz freie Debatte hätte, könne womöglich am Ende eine Verfassung herauskommen, die hinter die Errungenschaften des Grundgesetzes würde zurückfallen. Also in demokratischer, rechtsstaatlicher oder bürgerrechtlicher Hinsicht. Also es musste eine Demokratie mit im Titel auftauchen. Es sollte vor allen Dingen aber, war das dann ein Gedanke, den Günter Grass einbrachte, doch etwas sein, wovor die Nachbarländer keine Angst würden haben müssen. Es sollte ein föderales Gebilde sein, nein, besser noch ein Bund deutscher Länder. Also ob Grass hier wirklich vorhatte, hinter die Reichsgründung zurückzugehen, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam am Ende der lange Name heraus, Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Das wurde denn mit großem Applaus beschlossen, dass es diese Bürgerinitiative also geben solle und dass der wesentliche Inhalt wäre, eine Verfassungsdiskussion in Ost und West anzustoßen, mit dem Ziel, dass am Ende dieser Diskussion die Bürgerinnen und Bürger in Ost und West gleichberechtigt über eine neue Verfassung als die neue Verfassung Deutschlands würden abstimmen können. Du warst Geschäftsführerin dieser ersten gesamtdeutschen Bürgerinitiative Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Wie bist du dazu gekommen und was war dein ganz persönliches Motiv? Du warst ja ziemlich jung damals. Ja, damals gab es noch nicht mal ein Bachelor- und Master-System. Ich habe noch einen ganz ordentlichen Magister gemacht an der Uni Köln. Ja, ich hatte einfach Zeit. Es war Juni 1990. Ich hatte mein Examen gemacht und bin drei Tage nach meiner mündlichen Prüfung nach Berlin gefahren und habe mir das angeguckt, diese Bürgerinitiative, und habe mich sehr gefreut, dass Lukas Beckmann mich gefragt hatte, ob ich das nicht machen wollte. Und dann habe ich in meinem naiven Leichtsinn gesagt, ja super, ich wollte eigentlich immer sehr gerne Politik machen und jetzt bin ich ausgebildete Politikwissenschaftlerin. Das sind doch ganz vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, aber wenn du das Vertrauen hast, dass ich das machen kann, dann mache ich das. Und für mich war das eine unglaublich aufregende Zeit. Ja. Wir saßen damals mit dieser Bürgerinitiative im Haus der Demokratie. Das Haus der Demokratie war in der Friedrichstraße 165. Das ist heute, wo ich glaube, eine dieser vielen Modeketten sitzt, ich glaube Hugo Boss. Vor der Revolution saß dort die SED-Kreisleitung. Und wie in so vielen Städten wurde auch hier in Berlin die Parteizentrale der SED besetzt und sozusagen vergesellschaftet. Ja? Und die einzelnen Gruppen der Revolutionäre hatten dort ihre Büros. Wir saßen, wie es sich gehört, ganz in der Nähe der Initiative Frieden und Menschenrechte. Demokratie jetzt saß auch auf dem Flur, der Unabhängige Frauenverband und natürlich das Neue Forum. Und die Leute, die für diese Gruppen arbeiteten, haben uns auch sehr unterstützt. Ich erinnere mich noch, Stefan Henf, das war damals der Geschäftsführer der Initiative Frieden und Menschenrechte, der half mir dann aus mit einigen Vorschlägen, wer denn bei uns im Büro alles aktiv sein könnte. Und so kam ich übrigens an eine spätere Stipendiatin bei uns, der Heinrich-Böll-Stiftung, nämlich an Ellen Überscheer, heute Generalsekretärin des Kirchentags, die also bei uns im Büro mitgesessen hatte und die Briefmarken auf die Briefe mitgeklebt hatten, wo wir dann in Gemeinschaftsarbeiten tonnenweise an Post verschickt hatten. Also das war ein sehr aufregendes Jahr, weil man sich vorstellen muss, dass eben zu diesem Zeitpunkt, die digitale Transformation lag ja noch in weiter Ferne, alles noch analog erledigt werden musste. Wir mussten also tatsächlich noch reell Briefe mit Briefmarken bekleben. Wenn es regnete, funktionierte das Telefonnetz in der DDR nicht so gut. Wir sind dann immer zu einer befreundeten Bürgerinitiative nach West-Berlin geradelt, die am Halleschen Ufer war, um dort zu telefonieren. Überhaupt ging der Postweg und Telefonweg von Ost nach West und West nach Ost damals nicht so gut. Also für mich war es einfach großartig,
diese aufregende Zeit miterleben zu dürfen. Ich habe da viele Freundschaften geschlossen, die bis heute gehalten. Und ich bin sehr dankbar, die ganzen Bürgerrechterinnen und Bürgerrechtler da kennengelernt zu haben. Denn mir war dann doch in den Gesprächen, die ich geführt habe, sehr schnell klar, was wir für ein unglaubliches Glück gehabt haben in Westdeutschland, in so einer langen Phase von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufgewachsen zu sein. Ich habe mir vorher nicht wirklich klar gemacht, was es heißt, in der Diktatur zu leben und um mit diesem Gefühl der Angst konfrontiert zu sein, wenn man die Dinge anders gesehen hat und eben nicht so, wie die Partei das vorgegeben hat. Also für mich war das in mehrerer Hinsicht eines meiner wichtigsten Jahre. Bevor ich über den Inhalt reden wollen würde, würde ich gerne noch mal zum Prozess kommen. Denn genau ein Jahr später in der Frankfurter Paulskirche wurde dann ein Verfassungsvorschlag verabschiedet. Kannst du den Prozess noch mal beschreiben? Ja, das kann ich wohl gern machen. Tatsächlich, heute ist ja der 16. September. Und heute, vor 25 Jahren, hat sich diese Initiative mit rund 900 Bürgerinnen und Bürgern aus Ost und West in Weimar getroffen. An der Stelle ist vielleicht angebracht, kurz zu sagen, dass ich damals die Geschäftsführerin dieser Initiative war. Deswegen weiß ich das noch so genau, an was für einem Ort das gewesen war. Wir waren also damals im Nationaltheater, wir waren in der Bauhaus-Universität. Die ganze Stadt hatte uns auch mit offenen Armen empfangen. Es war gar nicht so leicht, so viele Leute für ein paar Tage, ein Wochenende dort auf einmal unterzubringen. Vor allen Dingen durfte es auch nicht viel kosten. Jedenfalls hatten wir zu diesem großen Kongress eingeladen. Und im Grunde genommen bestand die wesentliche Arbeit darin, dass wir uns erst einmal verständigten. Wir sprachen natürlich Deutsch, aber die Wörter, wie wir dann feststellten, hatten nicht die gleiche Bedeutung. Recht und Gesetzlichkeit war in Ostdeutschland ganz anders konnotiert als in Westdeutschland. Bürger hatte eine andere Bedeutung. Ja? Die Erfahrungen natürlich, die im Umgang mit dem Staat, mit Parteien gemacht worden sind, waren ganz andere. Im Grunde genommen bestand dieses Treffen in Weimar damals darin, sich das überhaupt erstmal klarzumachen, dass wenn man die gleichen Vokabeln sagte, andere Begriffe damit transportiert wurden. Ja? Trotzdem wurde auch versucht, politisch zu arbeiten und einen Schritt weiterzukommen. Und in verschiedenen Arbeitsgruppen wurde überlegt, was denn eigentlich die Inhalte einer wahrhaft gesamtdeutschen Verfassung sein sollten. Und es war klar, dass darin unbedingt die Erfahrungen der friedlichen Revolution würden einfließen müssen. Aber dass es auch sowieso anstand, das Grundgesetz sozusagen zu modernisieren. Ja, das war also ein erster Schritt, der in Weimar unternommen worden ist. Der nächste Schritt war dann in Potsdam, eine immer noch große, aber nicht ganz mehr so stark besuchte Veranstaltung wie in Weimar gewesen. Und dort saßen wir an der damaligen pädagogischen Hochschule, also an der Rückseite des Parks von Sanssouci. Dort war ja auch ein Standort der Potsdamer Universität gewesen. Und dort wurde dann in Seminarräumen heiß diskutiert, wie denn ein reformierter Föderalismus aussehen sollte, wie ein Volksentscheid in der Verfassung ausfallen sollte und, was ein ganz wichtiger Punkt damals auch war, wie quasi eine Ökologisierung der Verfassungsgrundlage gelingen können sollte. Und auch da kamen wieder einige hundert aus Ost und West zusammen. Und was auch noch interessant war, war, dass diese Diskussion, jedenfalls so habe ich es in Erinnerung, eigentlich nicht dominiert worden waren von bestimmten Gruppen, weder von Westdeutschen noch von den Professorinnen und Professoren, sondern es war tatsächlich ein gemeinsamer Prozess, wo die Leute aus ihren unterschiedlichen Erfahrungen ihre Vorstellungen einbrachten. Vom Kuratorium, diejenigen, die sich da zusammengeschlossen hatten, die moderierten diesen Prozess. Ja, die fassten die Ergebnisse zusammen, trieben das weiter nach vorne, hielten das fest. Natürlich kann man keine Verfassung mit ein paar hundert Leuten schreiben. Deswegen wurden die Ergebnisse aus diesen Arbeitsgruppen zusammengetragen und ein Redaktionsausschuss beauftragt, das weiter auszuarbeiten. Und dieser Entwurf wurde dann im
Juni 1991 in der Frankfurter Paulskirche der Öffentlichkeit vorgestellt und dort auch noch einmal formell sozusagen beschlossen, soweit man dann in so einem offenen Prozess von einem Beschluss reden kann. Aber es wurde doch noch einmal kritisch hin und her diskutiert bei einzelnen Regelungen, ob man da noch was ändern sollte. Aber insgesamt war denn in der Paulskirche, was ja ein wichtiger Ort ist für die deutsche Verfassungsgeschichte, dieser Verfassungsentwurf unter dem Applaus der Anwesenden noch einmal der Öffentlichkeit übergeben. Und tatsächlich ist es so, dass ich glaube, heute in manchen Länderverfassungen man Spurenelemente dieses Verfassungsentwurfs noch entdecken kann. Du hast es ja eben schon angesprochen, die Begriffe oder die Bedeutung der Begriffe, die hat sich unterschieden und letztlich haben sich die Motive sicherlich der Menschen aus Ost und West auch unterschieden. Letztlich kam man aber doch in einem wirklich sehr kurzen Prozess zu einem Ergebnis. Kannst du die Kernthemen, die in diesen Verfassungsentwurf eingeflossen sind, nochmal beschreiben? Und welche Bedeutung hatte das Grundgesetz und letztlich auch der Verfassungsentwurf des Runden Tisches für diesen Entwurf des Kuratoriums? Also ich habe das hier nochmal mitgebracht. So sah diese Broschüre aus, die am Ende herauskam. Hier, Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Ganz wichtig in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Denn, das muss hier gesagt werden, es war zwar eine überparteiliche Initiative, aber die Heinrich-Böll-Stiftung hatte diese Initiative wesentlich unterstützt. Finanziell, logistisch, menschlich, auch die Ebert-Stiftung. Aber die wesentliche Unterstützung kam doch von der Böll-Stiftung. So, und wenn man sich den Verfassungsentwurf ansieht, dann sieht man, dass auf der einen Seite die neuen Regelungen standen und auf der anderen Seite das Grundgesetz. Das war schon mal eine Grundentscheidung, dass man sich hier orientierte am Aufbau des Grundgesetzes. Aber in diese jeweiligen Neuregelungen flossen dann auch Regelungen des der Arbeitsgruppe des Runden Tisches ein, also des Verfassungsentwurfs dort. Und wenn man das jetzt in wenigen Schlaglichtern kennzeichnen würde, dann würde ich sagen, das ist natürlich jetzt ganz meine Sicht. Ich bin sicher, dass andere Leute andere Schwerpunkte in diesem Verfassungsentwurf in der Erinnerung kennzeichnen würden. Aber ich würde es in drei wesentlichen Punkten sehen. Der eine große Punkt war die stärkere Einbindung direkt demokratischer Elemente. Unbedingt sollte es einen Volksentscheid in der Verfassung geben. Nicht nur einen Volksentscheid am Ende des verfassunggebenden Prozesses über die Verfassung, sondern, deswegen hieß ja auch das Flugblatt der Initiative, Verfassung mit Volksentscheid, es sollte auch einen Volksentscheid in der Verfassung geben, damit also Gesetze nicht nur durch die gesetzgebenden Körperschaften würden abgestimmt werden können, sondern auch durch das Volk selbst. Und diese Öffnung hin zur Demokratie, die findet sich auch noch an vielen anderen Stellen wieder. Also im Petitionsrecht, bei Enquete-Kommissionen und überall sollten die Bürgerinnen und Bürger einen leichteren Zugang haben zur Politik. Das ist so eine Linie, die sich da durchzieht. Eine weitere Linie, die mir persönlich sehr am Herzen lag, ist quasi ein grüner Faden durch diesen Verfassungsentwurf. Tatsächlich war die Analyse die, dass die Demokratie, so wie sie sich darstellte, eigentlich nicht gut in der Lage war, um mit zukünftigen Herausforderungen fertig zu werden, also mit langfristig sich zeigenden Problemen, weil doch durch die Kürze der Legislaturperioden, durch die Wettbewerbsdemokratie immer jene Lösungen besonders sich durchsetzen konnten und auch heute noch können, die eben einen sozusagen kurzfristigen Gewinn erzielen und wo die Kosten in die Zukunft verschoben werden. Da wir aber alle keine Ökodiktatur oder Ähnliches wollten, das stand nicht zur Diskussion, war klar, wer ein Interesse an der Demokratie hat und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, muss die Demokratie reformieren. Und so fanden sich in diesem Verfassungsentwurf mehrere
ökologische Modernisierungselemente. Es findet sich neben der Sozialflüchtigkeit des Eigentums eine Ökologieflüchtigkeit. Es findet sich ein ganz stark ausgestattetes Umweltstaatsziel. Es findet sich ein Verbandsklagerecht für Umweltverbände. Und es findet sich eine Art dritter Kammer, ein ökologischer Rat. Ein ökologischer Rat, der neben Bundestag und Bundesrat als wie eine Art ökologisches Oberhaus sozusagen, allerdings demokratisch gewählt, quasi Sand in das Getriebe streuen sollte, um in der Zeit, die, wenn dieser ökologische Rat sein Veto erheben würde, für eine jeweils ökologischere Lösung zu plädieren. Das war die Idee. Diese Idee geht auf einen ostdeutschen Dissidenten zurück, auf Rudolf Barrow. Barrow hatte Ende der 80er Jahre ein Buch geschrieben mit dem etwas schrägen Titel Logik der Rettung, wer kann die Apokalypse aufhalten? Und hat dort einen, das muss man allerdings dazu sagen, wirklich nicht demokratischen Vorschlag gemacht. Ein tatsächlich eines ökologischen Oberhauses, eines House of the Lord, was dann die Geschicke der Politik lenken sollte. Wenn man sich das aber in demokratisierter Form vorstellen würde, war das wirklich eigentlich eine gute Idee, ja? Dass wir das, was wir selber als wichtig erkennen, nämlich dass wir die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und wo wir sehen, dass das in dem gegenwärtigen institutionellen Gefüge meistens hinten runterkippt, dass man dafür eine eigene Institution schafft, ja, und das im Wege der Verfassung demokratisch auch abstimmt. Dass es also eine gewissermaßen doppelt demokratisch abgesicherte Institution ist, die aber dann gegebenenfalls der Mehrheit in eben ökologischen Sand ins Getriebe streuen soll. Also dieser ökologische Faden im Verfassungsentwurf lag mir sehr am Herzen. Als dritten großen Komplex würde ich aber noch was anderes sehen. Das wies auch ganz schön in die Zukunft voraus. Das war nämlich die Idee, dass die Bundesrepublik sich stärker internationalen Organisationen öffnen muss. Und zwar solchen Organisationen, den Staaten angehören, die voreinander Schutz suchen. Im Grunde genommen war es die Vorstellung, dass man so etwas wie die NATO bezogen auf die Vereinte Nationen gehabt hätte. Also eine weltumspannende Organisation, in denen letztlich alle Staaten Mitglied sind, die eben voreinander Schutz suchen. Ja, also ein System kollektiver Sicherheit, was das Vakuum, was schon offensichtlich war nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, würde füllen können. Dass wir uns damit nicht haben durchsetzen können, das lag natürlich jetzt nicht nur an uns, sondern an der weltpolitischen Lage. Aber das zeigt eigentlich das Drama, in dem sich die Welt seitdem entwickelt hat. Du hast es gesagt, dieser Verfassungsentwurf hatte eine sehr grüne Färbung, um es mal so zu nennen. Aber es gab auch Kritik, nicht nur aus konservativen Kreisen, sondern auch aus den Grünen. Hm. Kannst du dazu das nochmal skizzieren? Die Verfassungsdiskussion, kann man sagen, verfing eigentlich nicht wirklich. Es wurde keine Massendiskussion. Keinesfalls konnte man da eine solche Bewegung daraus initiieren, wie das ja in Westdeutschland nur 5, 6 Jahre zuvor noch mit der Friedensbewegung der Fall gewesen ist. Warum verfing das nicht? Ich glaube, das verfing nicht, weil viele innerhalb der Grünen und auch der Sozialdemokratie letztlich froh waren, dass das Grundgesetz so war, wie es war. Und sie befürchteten, dass eine Reform nur zu einer Verschlimmbesserung würde führen können. Eines der Hauptargumente, das immer wieder kam, war, ja, dann wird aber sofort die Todesstrafe wieder eingeführt. Ja, wenn man das öffnet, dann werden hier all die zivilisatorischen Errungenschaften, die im Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat aufgeschrieben worden sind, wieder zurückgenommen, weil der Zeitgeist nun einmal konservativ weht und dann könne man das nicht verteidigen. Ja, also im Grunde genommen merkte man, dass noch immer eine ganz große Skepsis bestand gegenüber der Zivilität des Volkes. Ja,
Und viele westdeutsche Linke wollten im Grunde nicht zur Kenntnis nehmen, dass gerade in der DDR eine friedliche Revolution in der Lage gewesen war, eine totalitäre Diktatur hinwegzufegen. Ja? Dass das doch nun ein besonderer Ausweis von Zivilität und von Souveränität auch war. Ja? Dass dann eben wirklich die Angst vor dem Volk, wie wir das genannt haben, der Respekt vor dem Souverän weichen sollte, ja, das kam vielen nicht in den Kopf. Ja. Die Konservativen hatten noch eine andere Kritik. Die hatten vor allem die Kritik, dass dort in diesem Verfassungsentwurf und auch schon in dem Verfassungsentwurf des Runden Tisches sich quasi so die Knabenmorgenblütenträume der westdeutschen Linken Bahn brechen würden, dass dort soziale Grundrechte wären, ein Recht auf Wohnung, auf Arbeit, im Grunde auf das Paradies eingeklagbar wäre. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ich glaube, in beiden Verfassungsentwürfen ist es eigentlich so formuliert, dass das, was die Konservativen als soziale Grundrechte kritisiert haben, in Wahrheit nicht als Grundrechte formuliert worden sind, sondern als sehr sattelfest ausgestattete Staatsziele. Und dass das auch wichtig ist. Und wenn eine politische Gemeinschaft sich eben darauf verständigt, dass es diese soziale Dimension besonders differenziert ausdrücken will, ja, dann ist das eben ein Ausdruck ihrer politischen Freiheit. Viele Konservative sahen das aber eben als zu weitgehend an. Wir haben schon die Schleife zu den Grünen gedreht und ich würde gerne da auch noch mal ein bisschen bleiben und eigentlich mit der Frage, in welchem Maße diese überparteilich angelegte Initiative in Verbindung mit den grünen Debatten damals stand. Also die Grünen waren im Hinblick auf die Wiedervereinigung sich sehr uneinig. Die Ereignisse überrannten auch letztlich die Ideen und Vorstellungen. Man hat es mit einer zerrissenen Partei zu tun, die sich in einem Richtungsstreit befand. Wie sah das aus? Also erstmal denke ich, dass zu diesen Kongressen, die wir organisiert haben in Weimar und in Potsdam und dann auch in Frankfurt, tatsächlich bestimmt sehr viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer grün gewählt haben. Das vermutlich schon. Ja? Denn natürlich ist in dieser gesellschaftlichen Grundströmung eine besondere Hinwendung zu Demokratiethemen und letztlich auch zu so Verfassungsfragen erkennbar. Trotzdem war es so, dass auf der Ebene der politischen Führung die Grünen ihre Schwierigkeiten hatten mit der Wiedervereinigung. Nicht umsonst ist es ja dann zu dem Slogan gekommen, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Das war nun keinesfalls die Hinwendung der Grünen Partei zur Ökologie, sondern in Wahrheit war das nur ein willkommenes Manöver, um hier die Vereinigung als etwas letztlich Chauvinistisches zu kennzeichnen. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Bürgerrechtler ein ziemlicher Schlag ins Gesicht gewesen sein muss, weil die doch vermutlich annahmen, dass sie in den Grünen ihre geborenen Verbündeten fanden. Und es bestanden ja auch schon vor dem Fall der Mauer, nicht von vielen, aber doch von einigen, sehr enge Kontakte. Ja? Und dann mit so einem Wahlkampfslogan konfrontiert zu sein, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter, das war wirklich eine unglaubliche Respektlosigkeit. Ja? Wenn man jetzt noch mal fragt, welche Verbindungen gab es? Naja, die Grünen waren eben in vielerlei Hinsicht damals inhaltlich eine sehr kontroverse Partei. In der Demokratiefrage gab es keine klare Mehrheit für oder gegen den Volksentscheid. Das tobte hin und her. Ja. Und eben in dieser ökologischen Frage, da war das ökologische Argument eben gerade mal recht, um die Vereinigungsdiskussion abzuwehren. Aber im Grunde genommen wurde von vielen Ökologie als etwas angesehen, was so ein Punkt ist, der für die Umweltpolitik-Leute relevant ist, für die Naturschützer. Aber es wurde von einigen nicht als was Politisches gesehen, was sich so quer durch alle Bereiche verstehen lässt.
Tine, ich weiß, dass wir hatten uns auch darüber unterhalten, im Frühsommer 1990 erschien das Ökologische Manifest. Das ist ein, du warst Mitautorin dieses Ökologischen Manifestes und meine Frage ist, was beinhaltete es und welche Themen und Themenstränge haben sich in der darauffolgenden Zeit in die grünen Debatten gezogen? Also erstmal freue ich mich, dass dieser verschüttete Text hier nochmal das historische Licht der Öffentlichkeit erblickt. Ich bin nicht sicher, ob ihm wirklich jetzt so ein historisches Merkmal schon zukommt, dass man sich nochmal an ihn erinnern sollte. Aber wenn man ihn sich jetzt nochmal anguckt, dann ist man doch erstaunt über einiges, was da steht, was eigentlich heute so zum, wie soll ich mal sagen, zum grünen Mainstream geworden ist, was aber damals ziemlich umkämpft worden ist. Warum hatten wir das geschrieben? Die Analyse war die, dass in der Tat Ökologie hinten runter zu kippen drohte bei den Grünen. Ja, es gab einen Richtungsstreit, der tobte zwischen Realos und Fundis. Und innerhalb der Personen, die den austrugen, war eigentlich niemand in besonderer Weise an Ökologie interessiert. Bestenfalls eben aus diesem instrumentellen Grund, wie ja auch in diesem Wahlkampfplakat alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter zum Ausdruck kommt. Aber man hatte nicht den Eindruck, dass da also Hans Jonas, Prinzip Verantwortung, eine besondere Rolle spielte oder Karl Amaries, Natur als Politik eine treibende Antriebsmoment war eben für die grüne politische Führung damals. Und in der Situation hatten sich dann einige Leute zusammengeschlossen, die meinten so, jetzt müssen wir auch mal Butter bei die Fische bringen und hier kann man heute wahrscheinlich in dem veganen Klima gar nicht mehr sagen, ja, das ist ein doppelter Fauxpas. Jedenfalls, wir müssen diese Idee, dass Ökologie mehr ist als ein Ressort, dass es mehr ist als nur Umweltpolitik sowie Innenpolitik oder Rechtspolitik, sondern dass es etwas ist, was im Grunde die ganze Gesellschaft durchziehen muss als eine Aufforderung der Veränderung. Die Art, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir uns fortbewegen, dass all dies gewissermaßen ökologisch überprüft werden muss, das wollten wir einmal in einem längeren Text ausführen, was uns da bewegte. Ja, das haben wir gemacht. Der Text ist dann veröffentlicht worden, wenn ich mich richtig erinnere, in der Frankfurter Rundschau auf der Dokumentationsseite. Das war früher in Wahrheit auch schon so ein grüner Debattenort. Ja. Und freundlicherweise auch in der Kommune, die Joscha Schmierer ja damals mit anderen herausgegeben und redaktionell betreut hatte. Und das sorgte zu unserer Verblüffung tatsächlich für einige Diskussionen, ja. Denn viele fühlten sich unglaublich angegriffen von dem, was da drin stand und meinten, dass das Ökologische Manifest trotz seines kommunistischen Titels ein Rollback zu einem Konservatismus bedeuten würde, den man doch überwinden hatte, indem man sich des wertkonservativen Flügels in der Partei um Herbert Kohl und andere entledigt hatte. Das war aber gar nicht das Motiv des Ökologischen Manifests. Das Ökologische Manifest vertrat keinen Konservatismus, der jetzt in die CDU gepasst hätte. Ja? Aber es ging von der Vorstellung aus, dass natürlich in dem Moment des Bewahrens der natürlichen Lebensgrundlagen ein konservatives Moment liegt. Es war aber nicht in dem Sinne gesellschaftspolitisch konservativ, als dass es etwa meinte, man könne das so, wie Herbert Kohl das tatsächlich überlegt hatte, mit so ökodiktatorischen Elementen vorantreiben. Im Gegenteil, das sind ganz klare Darstellung, dass die ökologische Wende zu einem weniger an Konsum nur mit der Demokratie vonstatten gehen könnte. Ja? Aber da stand natürlich auch drin, dass die Lebensformen, die die Menschen haben, respektiert werden müssen. Und wenn viele Menschen gerne in Familien zusammenleben, dann könne es nicht an den Grünen sein, dies als kleinbürgerliche Zwangsinstitution immerzu zu brandmarken. Das hat uns, ich erinnere mich noch, in
auf einem Parteitag dann den Vorwurf von einer Berliner bekannten alternativen Listenrepräsentantin eingebracht. Wir würden aber hier so etwas wie eine Zwangsform der Familie vertreten, ja, wo doch klar sei, dass davon nur Unheil kommen würde. Einer der Bürgerrechtler hat mir einige Jahre später mal gesagt, dass ihm das ökologische Manifest in die Finger gefallen sei in diesem heißen Sommer 1990 und er froh gewesen wäre, diesen Text zu kennen, weil ihn das davon überzeugt hätte, dass es bei den Grünen auch Leute gegeben hätte, die auch eher bürgerlich denken würden. Also in diesem wohlverstandenen Sinne bürgerlich, nicht konservativ, aber wo eben bürgerliche Lebensformen auch zu dem pluralen Spektrum dessen gehörten, was man bei den Grünen leben konnte. Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Das war der Wahlslogan, mit dem die Grünen damals in die Bundestagswahl gegangen sind. Das Ergebnis kennen wir, sie flogen raus. Das war ein Scheitern, fast mit Ansage. Aber Scheitern ist ja immer auch eine Zäsur. Und im besten Fall ist es aufrüttelnd, anregend und infragestellend. Und welche Diskussionen rückten dann im Jahr 90 und daraufhin in den Vordergrund? Beziehungsweise was meinst du, welche Lehren die Grünen daraus gezogen haben? Also erstmal können die Grünen und vor allem auch die Stiftung froh sein, dass Bündnis 90 es in den Bundestag als Gruppe geschafft hat. Denn die Gruppe Bündnis 90 hat im Haushaltsausschuss den Antrag gestellt, dass die grünnamen politischen Stiftungen, die sich ja damals im Regenbogen zusammengeschlossen hatten, Haushaltsmittel überhaupt bekämen. Ja, wäre das nicht, das mussten sie nicht, weil damals gab es noch keine Vereinigung in Grüne Bündnis 90. Ja, das war also ein großer Solidaritätsbeweis erstmal. Dass die Grünen damals nicht in den Bundestag gekommen sind, darüber gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, das war sehr hilfreich, weil es bedeutet hat, dass dann ist ein Prozess der Regeneration eingetreten ist, der programmatischen, auch der personellen Regeneration. Ja. Da können sich die Zeithistoriker drüber streiten, da habe ich keine Meinung zu. Es war natürlich schon auch etwas, wo viel abgebrochen war, wo man eben in den ersten Fraktionen was begonnen hatte zu diskutieren, was dann so nicht fortgesetzt werden konnte, weil allein aus der Partei heraus da einfach auch die logistischen und operativen Möglichkeiten so nicht da gewesen sind. Ja. Aber heilsam war bestimmt, dass es einen personellen Klärungsprozess gegeben hat. Es haben einige Leute die Grünen verlassen, die, denke ich, mit den Notwendigkeiten, die mit so einer demokratischen Partei einhergehen, die sich zur Wahl stellt, nichts anfangen konnten. Also die Leute um Jutta Ditfurth selber, hatten, glaube ich, nie die Position, dass man eine Veränderung der Gesellschaft auf rechtsstaatlichen Wege in einer Demokratie durch parlamentarische Arbeit und dann eben auch durch Mitwirkung in einer Regierung erreichen kann. Also diese Idee, die Gesellschaft aus der Mitte der Institutionen heraus zu verändern, hatten nicht alle. Und ich denke, dass die das nicht mittrugen, in der Zeit auch mehr und mehr die Grünen verlassen haben. Sodass dann 1994, als es dann geklappt hatte, die nächste Fraktion dann also im Bundestag war, im Grunde genommen die ganzen Konzepte mit ausgearbeitet wurden, die dann 1998 bei der ersten Regierungsbeteiligung auch aus den Schubladen gezogen werden konnten und auf den Tisch gelegt werden konnten. Ja, ob das jetzt die ökologische Steuerreform gewesen ist oder die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Da war die Phase zwischen 1994 und 1998 ganz wichtig, um das eben in den Diskussionsprozessen in der Fraktion, aber natürlich auch der Partei vorzubereiten. Da sind aber andere Leute viel bewanderter als ich. Da war ich schon längst auf meinem langen Weg durch die akademischen Institutionen. Nochmal zurück zu dem Verfassungsentwurf des Kuratoriums. Man sprach damals von einer historischen Chance. Wie bewertest du aus heutiger Sicht die damals forcierte Diskussion in diesem Kontext? Und ganz wichtig, ist eine historische Chance vertan worden? Ja, das ist
eine schwierige Frage. Also ich muss persönlich sagen, dass ich manches heute glücklicherweise, sonst blieb man ja auch gleich im Kopf, doch anders bewerte. Ich erinnere mich an Ernst Bender und Jürgen Seifert, zwei Juristen. Der eine war ja Innenminister gewesen in der CDU, der andere Jürgen Seifert, eben ein Staatsrechtler aus Hannover. Die hatten beide die Vorstellung, dass man tatsächlich ein Zusammengehen der beiden deutschen Staaten nach Artikel 23 bewerkstelligen sollte, um dieses Window of Opportunity zu nutzen, was 90 für die deutsche Einheit da gewesen ist, und dann im Anschluss einen verfassunggebenden Prozess nach Artikel 146. So hatte es auch Carlo Schmid einst im Parlamentarischen Rat im Grunde genommen gesagt. Ja. Das wollte aber auch vielen nicht in den Kopf hinein, dass man das vereinbaren konnte, die für den Artikel 146 gestritten hatten. Ja, da war das auch die Vorstellung, nein, nein, die DDR und die Bundesrepublik bleiben so lange bestehen, bis man eben im Wege eines verfassunggebenden Prozesses über den Artikel 146 eine neue Verfassung verabschiedet hat. Dass aber außenpolitisch dieses Fenster der Möglichkeit einer deutsch-deutschen Einigung sich womöglich wieder bald geschlossen hätte, weil Gorbatschow nicht vielleicht ewig in der Sowjetunion die politische Führung innehatte, weil Maggie Thatcher sowieso lieber No sagen wollte zur deutschen Einheit, ja, weil Mitterrand auch das ein wenig unheimlich war, dass da ein so starkes Deutschland in der Mitte Europas entstehen würde. Also all diese außenpolitischen Erwägungen, die hatten mich jedenfalls damals nicht weiter tangiert. Ich glaube aber tatsächlich, dass es vermutlich sehr richtig gewesen ist, also diesen Weg so zu gehen, dass man das schnell unter Dach und Fach brachte. Falsch war es aber, danach zu sagen, wir haben das Grundgesetz und wir machen jetzt alles weiter so wie bisher und wir werden nur in dieser kleinen Münze der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat das Grundgesetz ein bisschen reformieren. Das war schon deswegen falsch, weil die wichtigen verfassungspolitischen Diskussionen dann noch nicht mal in dieser gemeinsamen Verfassungskommission stattfanden, sondern etwa der Asylrechtskompromiss an der Kommission vorbei diskutiert worden ist und anderes. Das war ja dann auch der Grund, warum Wolfgang Ullmann, der dort als Bundestagsabgeordneter Mitglied gewesen war, dann unter Protest ausgetreten ist. Ja? Also noch nicht mal in der Institution, die sich der Bundestag und Bundesrat dafür gegeben hatte, wurde über die substanziellen Verfassungsfragen gesprochen. Ja? Geschweige denn, dass es zu einer gesamtgesellschaftlichen Debatte über die Reform des Grundgesetzes gekommen wäre. Das war schade und man hätte das verbinden können eigentlich. Also man hätte den Weg der Einigung gehen können über den Artikel 23 und hätte dann eben die Verfassungsdiskussion nach Artikel 146 anschließen können. Ja? Dann hätte man das Constitutional Moment vielleicht in etwas kleinerer Münze gehabt, aber es wäre dann doch zu einer Verfassungsdiskussion gekommen und man hätte die staatsrechtliche Einheit geschafft.